Herzlich willkommen, liebe Trainer, zum Thema das Anforderungsprofil im Rugby. Wie erzeuge ich den perfekten Rugby-Athleten? Möchte mich euch noch mal kurz vorstellen. Mein Name ist Jan Treuholz. Ich habe Sport studiert. Ich arbeite neben der Tätigkeit, der freiberuflichen Tätigkeit als Trainer, Personal Trainer und Kursleiter im eigenen Fitnessstudio, auch als Sportlehrer, und ich bilde Trainer und Physiotherapeuten für verschiedene Fachverbände aus, jetzt auch für die Deutsche Rugby-Akademie. Ich bin seit über 25 Jahren Trainer. Meine erste Trainerlizenz habe ich noch als Teenager erworben und arbeite seitdem eigentlich ununterbrochen in der Anleitung von Menschen im Sport. Ich selbst habe bis auf das Niveau der ersten Bundesliga 15er Rugby gespielt. Mein Fokus lag allerdings immer schon auf dem 7er Rugby. So habe ich das Rugby auch kennengelernt in der Uni damals und bin 2002 mit meinem Hochschulteam deutscher 7er Hochschulmeister geworden. Und jetzt coache ich ein auf Sima spezialisiertes Team hier in Berlin, die Köpenick Captains. Warum soll ich im Rugby-Athletiktraining machen? Die Zeit könnte ich auch anders verwenden. Na, die Techniken sind kompliziert, das Regelwerk ist kompliziert im Rugby. Ich habe genug andere Baustellen, für die ich meine Zeit investieren könnte. Ja, Taktik, Mannschaftstaktik zum Beispiel. Warum also auch noch zusätzlich Athletik machen? Ich denke, wir sind uns einig, wenn wir sagen, Rugby ist ein sehr, sehr athletischer Sport, ein sehr dynamischer Sport, der sehr viele verschiedene Facetten und Aspekte, der körperlichen Fitness beinhaltet. Und Athletiktraining im Rugby hat vornehmlich zwei Ziele. Das eine ist der Schutz vor Verletzungen. Nur wenn wir regelmäßig trainieren und spielen können und nicht ständig sozusagen auf der Bank sitzen, weil wir irgendeine Verletzung auskurieren müssen, nur dann können wir erfolgreich Rugby spielen und dann können wir uns stetig verbessern. Das heißt, der Schutz vor Verletzungen ist eine sehr, sehr wichtige Sache im Rugby. In jeder Sportart sicherlich, aber im Rugby haben wir das Problem, dass aufgrund der intensiven Kontakte und der hohen Dynamik, der großen Kräfte, die im Rugby wirken, Verletzungen wahrscheinlicher sind. Man braucht sich, glaube ich, nichts vormachen. Rugby ist ein verletzungsanfälliger Sport. Und durch das Athletiktraining bekommen wir Stabilität, Gelenkstabilität, Rumpfstabilität. Wir können unsere Kraft verbessern und darüber die Verletzungen sozusagen vorbeugen, weil wir mehr entgegenzusetzen haben, den Kräften, die da wirken. Und können eine bessere Erschöpfungswiderstandsfähigkeit entwickeln über eine entsprechend bessere Ausdauer. Wenn man überlegt, wann aus eigener Erfahrung als Rugbyspieler, als Rugbytrainer, wann die meisten Verletzungen stattfinden, dann ist das vornehmlich am Ende beider Halbzeiten. Warum? Weil die Spieler hier schon erschöpft sind, nicht mehr konzentriert, die Kräfte schwinden und sie deswegen einfach weniger entgegenzusetzen haben und schneller in Situationen kommen, wo sie überlastet sind und dadurch Verletzungen stattfinden. Und ein zweiter ganz wichtiger Aspekt, logischerweise, der Athletik im Rugby, das ist die Steigerung der Spielleistung. Wir wollen natürlich die Leistungsfähigkeit der Spieler verbessern. Entweder wollen wir sie schneller machen oder sie sollen länger auf hohem Niveau zum Beispiel sprinten können, die Sprungkraft möglicherweise verbessern, in der Gasse meinetwegen, oder im Sprung zum Ball, zum hohen Ball, zum Kick, den Antritt verbessern, Gedränge, das Liften und viele andere Aspekte im Rugby sind sehr Athletik- oder Fitnessdominiert. Und von daher kommt dem Athletiktraining im Rugby ein doch sehr hoher Stellenwert zu. Wofür brauchen wir das Anforderungsprofil im Rugby?
Wir wollen im Grunde wissen, welches Ziel wir erreichen wollen. Also dieser perfekte Rugby-Athlet. Wie muss der aussehen? Wie schnell muss der sein? Wie kräftig muss der sein? Ja, welche Ausdauerwerte muss der haben? Wir wollen im Grunde wissen, wo wollen wir die Leute hintrainieren? Und es dient im Grunde für uns zur Zielführung, zur Zielfindung, für Trainingsinhalte, für Trainingspriorisierung, um Zielwerte zu erhalten, an denen wir uns orientieren können und um grundsätzlich unsere langfristige Trainingsplanung an diesen Zielen zu orientieren und unsere Sportler zu entsprechend leistungsfähigen und hoffentlich gesunden Athleten zu erziehen. Das Anforderungsprofil ist aus Daten gewonnen worden, die vornehmlich über GPS ermittelt wurden. Das heißt, die Spieler, Top-Spieler, Spitzenathleten, internationale Spitzenspieler wurden mit GPS-Sendern ausgestattet und deren Beschleunigung, Laufdistanzen, Kollisionen und so weiter wurden darüber ermittelt. Es wurden Spielbeobachtungen gemacht, also einfach nur gezählt, wie viel Gedränge sind im Spiel, wie viel Gassen, wie lang ist die Laufdistanz und so weiter. Und die Spitzenathleten wurden oder werden natürlich regelmäßig getestet und diese Testwerte geben uns auch Aufschluss darüber, wie eigentlich ein Top-Rugby-Athlet aussehen muss oder welche Fähigkeiten er haben muss. Wie sieht das allgemeine Anforderungsprofil aus? Also was unterscheidet Rugby von anderen Sportarten? Meinetwegen Fußball, Basketball oder so. Aber wir haben erstmal typisch im Rugby wiederholt schnelles Laufen. Ja, laufen deutlich intensiver, deutlich schneller im Schnitt als zum Beispiel beim Fußball. Wir haben einen sehr hohen Sprintanteil. Dadurch, dass wir den Ball in die Hand nehmen können und damit einfach losrennen können mit voller Pulle und den Ball nicht weder an der Hand dribbeln müssen noch am Fuß halten müssen, sind wir als Rugby-Spieler deutlich schneller als andere Ballsportler. Rugby zeichnet sich durch Richtungswechsel aus, durch viele Beschleunigungen, aber auch viele Abbremsen, Steps und Richtungswechsel und Täuschungsmanöver und so weiter. Und wir haben kurze Erholungsphasen. Ja, wir haben in den Standardsituationen einige Zeit, wo sich zumindest Mannschaftsteile erholen können, aber grundsätzlich haben wir keine vollständigen Erholungen, sondern verhältnismäßig kurze Erholungsphasen. Und was ganz besonders im Rugby ist, was eigentlich kaum eine andere Sportart in der Form hat, das sind die häufigen und sehr intensiven Kontaktsituationen und Kollisionen. Im Athletiktraining geht es im Grunde darum, dass wir bestimmte Sollwerte haben. Das sind die Werte, die wir ermittelt haben in der internationalen Leistungsspitze. Testwerte, aber auch im Grunde Werte, zum Beispiel Laufdistanzen während eines internationalen Topspiels, meinetwegen. Und wir über sinnvolle Tests ermitteln, wie ist unser Ist-Zustand. Wir schauen, wie ist die Differenz, ja, wie hoch ist die Differenz, wie hoch ist der Unterschied zwischen meinem Ist-Zustand meiner jetzigen Spieler und dem Sollwert der internationalen Spitze. Und diese Differenz gibt mir Aufschluss darüber, wie viel muss ich in welchen Bereichen tun. Ja, also man geht natürlich ganz grundsätzlich erstmal davon aus, dass man an seinen Schwachstellen arbeiten sollte. Also ihr seht hier ein Beispiel von zum Beispiel einem erste Reihe Prop im 15er Rugby. Und die Sollwerte sind von der südafrikanischen Nationalmannschaft. Und hier sieht man im Grunde, in welchen Bereichen er noch die größten Defizite hat. Und es gibt auch Bereiche, wo er schon, dieser Spieler schon die Sollwerte auch erreicht. Also er spielt oder ist selbst schon athletisch auf einem doch fortgeschrittenen Niveau, kann man sagen. Und dann geht es über viele Jahre der langfristigen Entwicklung der Spieler, der einzelnen Spieler, darum, die Ist-Werte, also den getesteten Ist-Zustand, die Athletikwerte sozusagen in die Sollwerte zu überführen. Das ist natürlich sehr stark trainingsabhängig, aber
auch nicht nur, also um die doch sehr hochgesteckten Werte der internationalen Spitzenklasse zu erreichen. Dafür bedarf es nicht nur Trainingsfleiß, sondern natürlich auch eine gewisse Anlage. Aber über das Training kann man natürlich die Qualität des Trainings und natürlich auch die Spielermotivation kann man doch sehr, sehr viel erreichen. Wie sieht es ganz konkret aus? Welche Werte wurden ermittelt über GPS oder Spielbeobachtung? Hier zum Beispiel für die Tight Five, also das heißt für die erste und zweite Reihe im 15er Rugby. Es wurde ermittelt, dass das Verhältnis zwischen Arbeit, also Aktivität und Pause, Verhältnis von 1 zu 2 ist. Das heißt also, eine Minute Arbeit folgt auf 2 Minuten Pause oder in diesem Verhältnis zumindest. Was relativ hoch ist und auch doppelt so hoch ist wie bei den Hintermannschaftsspielern zum Beispiel. Es treten im Schnitt 24 Gassen auf und 12 Gedränge. Hier stellt sich dem Leser natürlich gleich die Frage, wird denn tatsächlich im Training doppelt so viel Aufmerksamkeit den Gassen geschenkt im 15er Rugby als den Gedrängen? Denn sie treten immerhin doppelt so häufig auf. Ja, interessante Frage, sicherlich nicht der Athletik, aber des Mannschaftstaktiktrainings. Die Tight Five haben eine Laufdistanz, eine durchschnittliche Laufdistanz von 5,5 Kilometern pro Spiel. Davon sprinten sie etwa viermal, das heißt viermal also Höchstgeschwindigkeit. Und die durchschnittliche Sprintdistanz beträgt 20 Meter. Eine relativ kurze Distanz. Sie haben pro Spielminute etwa zwei Kollisionen, das heißt also ein Tackling, ein Ruck, eine andere Form des Kontakts, ein Bodenkontakt oder ähnliche Dinge. Und ein Tackling passiert etwa alle 5 Minuten im Schnitt. Wie sehen die Testwerte aus? Ein erste, zweite Reihe Stürmer sollte etwa 55 cm aus dem Stand vertikal nach oben springen können. Der Sprint über 10 Meter auf Gras, ja, 10 Meter sollten in 1,8 Sekunden überwunden sein und 40 Meter in 5,7 Sekunden. Beim Bankdrücken sollten die Athleten in der Lage sein, ihr Körpergewicht oder das 1,5-fache Körpergewicht im Bankdrücken zu bewegen und das 1,8-fache Körpergewicht in der Kniebeuge. In der Sprintausdauer, das ist ein spezieller Linienlauftest, den ich euch noch in einer anderen Präsentation vorstelle, wenn es um Testwerte geht, insbesondere dann auch speziell auf die einzelnen Komponenten hier, also auf die Sprintausdauer bezogen, werde ich euch die vorstellen. Hier erreichen Sie Werte sollten Sie erreichen von 720 Metern, was ein ganzes Ende weniger ist als zum Beispiel die Hintermannschaftsspieler. In einem sogenannten Bleep-Test sollten Sie das Level 11,5 erreichen und ein Körperfettanteil von etwa 14% ist hier das Ziel. Wie sieht es bei den Hintermannschaftsspielern aus? Erstmal die GPS-Daten und die Spielbeobachtung. Das Verhältnis von Arbeit zu Pause ist hier 1 zu 4. Also Sie haben quasi doppelt so viel Pause wie die Stürmer. Das ist auch klar, denn die Stürmer sind am Gedränge und an der Gasse beteiligt. Das sind in der Regel für Hintermannschaftsspieler Pausenzeiten. Dafür ist die Laufdistanz insgesamt höher, 500 Meter mehr, also 6000 Meter laufen Sie im Schnitt im Spiel. Und Sie haben eine deutlich höhere Anzahl von Hochintensitätsläufen, also mit höchster Geschwindigkeit, nämlich 13. Auch die Sprintdistanz ist etwas länger, 22 Meter. Und die durchschnittliche Maximalgeschwindigkeit aller Hintermannschaftsspieler beträgt gut 30 km/h. Zum Vergleich, Usain Bolt ist bei seinem Weltrekordlauf etwa 44 km/h in der Spitze gelaufen. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass die Rugby-Spieler natürlich viele, viele andere Sachen trainieren und im Grunde irgendwann im Spiel ihre Maximalgeschwindigkeit laufen,
dann ist dieser Wert schon sehr, sehr hoch. Es treten zwei Kollisionen pro Spielminute auf und etwa ein Tackle alle 5 Minuten. Welche Testwerte erreichen die Hintermannschaftsspieler? Sie springen vertikal nach oben deutlich höher mit 68 Zentimetern. Also hier ist die Explosivität dominanter. Das zeigt sich auch in den Zeiten über 10 Meter. Da sind sie mit 1,6 Sekunden schneller und über 40 Meter dann auch deutlich schneller mit 5,1 Sekunden. Dafür sind die Kraftwerte weniger dominant. Ja, das 1,3-fache Körpergewicht sollte im Bankdrücken und auch in der Kniebeuge bewegt werden können. Die Sprintausdauer ist hier wieder entscheidender. Ja, 60 Meter mehr in der gleichen Zeit, also 780 Meter, auch im Bleep-Test sollten zwei Levels mehr erreicht werden, also 13,5, und der Körperfettanteil sollte geringer sein. Also für den Hintermannschaftsspieler ist es deutlich wichtiger, wenig zusätzliches Gepäck mit sich rumzutragen, also träge Masse, sprich Körperfett. Bei den Tight Five sieht das nicht so dramatisch aus, da ist Gewicht auch ein Stück weit ein Vorteil. Wie ist das Anforderungsprofil im Sima-Rugby? Das Arbeitsverhältnis ist hier deutlich anders. Wir haben hier also auf 2,5 Anteile Arbeit folgt ein Anteil Pause. Das heißt, hier ist das Verhältnis also noch einmal umgedreht. Die sogenannte Workrate, also die Arbeitsrate von Sima-Rugby-Spielern ist deutlich, deutlich höher als von 15er-Rugby-Spielern, auch von den Stürmern. Die Laufdistanz pro Spiel beträgt 2100 Meter. Die Anzahl der Sprints pro Spiel 8, also 8 maximale Geschwindigkeiten, die erreicht werden. Allerdings muss man hier, wenn man das mit den 15er-Rugby-Spielern vergleicht, die Backs, die also zum Beispiel 13 haben, muss man eben berücksichtigen, dass die Spiele nur 14 Minuten gehen im Sima-Rugby gegen die 80 Minuten im 15er-Rugby. Also auch hier wird deutlich öfter gesprintet. Die Sprintdistanz ist auch deutlich höher, ja, mit 30 Meter im Schnitt, zwischen 20 und 50 Metern. Die Maximalgeschwindigkeit ist ein bisschen höher, mit etwa 32 km/h im Schnitt von allen Spielern. Hier wird auch nicht groß unterschieden. Das heißt, auch der Stürmer im Rugby Sevens muss sehr, sehr schnell sein. Ja, es gibt im Grunde beim Sima Rugby keine Position, die nicht schnell sein muss. Kollisionen pro Spielminute sind 3, also auch höher als beim 15er, und ein Tackle erfolgt alle 3 Minuten. Auch das ist sozusagen eine deutlich intensivere Belastung. Man kann also durchaus sagen, dass das Sima Rugby wesentlich dichter ist und die Aktionen, auch die vom Spieler natürlich gefordert werden, treten in wesentlich kürzerer Abfolge auf. Das heißt, hier ist die Abschirmung gegen Erschöpfung im Training, im Athletiktraining und auch die geringe Pausenzeiten ein wichtiger Fokus. Welche Testwerte erreichen Sima-Spieler? Sie springen vertikal hoch. 76 cm ist natürlich deutlich mehr als das, was wir von den 15er-Spielern sehen. Allerdings gibt es hier ein Problem der Vergleichbarkeit von Tests. In diesem Test wurde mit Anlauf gesprungen, in dem Test der 15er-Spieler wurde ohne Anlauf hochgesprungen und das natürlich macht die Werte natürlich nur bedingt vergleichbar. Man sieht, dass die Laufgeschwindigkeit ein wahnsinniger Fokus ist. Also über 10 Metern sollten die Werte international bei 1,6 Sekunden liegen, bei 40 Metern bei 5 Sekunden, gerne auch darunter. Allerdings ist es, so sagen die Profitrainer wie zum Beispiel Gordon Hitchens, ist es wesentlich wichtiger, nicht einmal 40 Meter in einer super Zeit von zum Beispiel 4,61 Sekunden zu laufen, wie das meinetwegen Joe Roccasogo gemacht hat, sondern auch noch den 10. 40-Meter-Sprint möglichst im Bereich von 5,2, 5,3 Sekunden oder so zu schaffen, was dann der gute Joe nicht mehr, wozu der gute Joe nicht mehr in der Lage war.
Und andere Spieler, die Sima-Spezialisten, die sich da also deutlich stärker hervorgetan haben. Auch die Kraftfähigkeiten sind, das sind jetzt Werte aktuell von der deutschen Sima-Nationalmannschaft, die sich an der südafrikanischen Nationalmannschaft orientiert, sind doch sehr hoch. Ja, im Bankdrücken 1, das 1,6-fache des Körpergewichts, in der tiefen Kniebeuge das 1,7-fache. Das sind schon heftige Werte. Die Sprintausdauer liegt im Grunde genauso hoch wie die der Hintermannschaftsspieler im 15er Rugby mit 780 Metern. Wir haben VO2 Max-Werte. VO2 Max ist im Grunde ist die maximale Sauerstoffaufnahmekapazität. Ein Vergleichswert für die vornehmlich aerobe Ausdauer. Und wenn man den Wert von 54 Millilitern pro Kilogramm Körpergewicht pro Minute vergleicht mit anderen Sportarten, dann ist das relativ gering. Relativ schlechter Wert, wenn man so möchte. Liegt noch unter dem vom Fußball. Und wir haben also Werte von zum Beispiel 74 bei Langlauf, ja, oder auch teilweise noch darüber von Marathonläufern und so weiter, was den Schluss nahelegt, dass die aerobe Ausdauer von nicht vorrangiger Bedeutung ist für Rugby-Spieler. Der Körperfettanteil sollte aber im Bereich von 10% liegen, gerne darunter. Das heißt, beim Sima ist es tatsächlich, jedes Gramm zählt hier eigentlich, ja, jedes Gramm Körpergewicht zu viel stört und sorgt dafür, dass man ja zu langsam ist, zu schnell erschöpft. Weitere Werte im Sima-Rugby, die über die Testwerte und GPS-Werte hinausgehen, beziehungsweise über die Vergleichswerte. Der Top-Speed, der gemessen wurde, lag bei 37 km/h. Hier nochmal der Vergleich. Usain Bolt mit seinem Weltrekordlauf liegt bei 44 km/h. Das ist also doch schon sehr, 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 sehr schnell. Insbesondere wenn man eben überlegt, dass das sicherlich nicht aus dem ausgeruhten Zustand passiert ist, sondern schon irgendwann im Spiel, ja, mit einer Vorerschöpfung, mit einem Ball in der Hand, ja, und das sind schon absolute Top-Werte. Was ich sehr interessant finde, Passen und Fangen wird mit einem oder muss mit einem Speed von 25 km/h noch sicher funktionieren. Oder so ist das bei den Top-Athleten zumindest. Ich habe noch ein paar Werte von den Fidschi Sevens unter Ben Ryan. Er hatte Trainingslaufdistanzen von 5,5 bis 7,5 Kilometern. Hier, das pro Stunde ist falsch, das sind also ist die Distanz in Kilometern. Eine Trainingsmethode war 100 Meter und zurück, also 100 Meter Returns. Man läuft von einer Endzonenlinie zur anderen Endzonenlinie und kehrt sofort um. Das schaffen seine Spieler oder schafften seine Spieler in 25 bis 26 Sekunden. Eine Erwärmung vor einem Spiel. Da sind sowohl die englischen Spieler unter Ben Ryan als auch die Fidschi-Spieler unter Ben Ryan etwa 800 Meter gelaufen. Es ist eine Kombination aus Laufen, Kontakt und Passen, also Skillarbeit. Im Vergleich hierzu, die Argentinier ja, laufen in der Erwärmung vor dem Spiel bis zu 2000 Meter. Das heißt, hier gibt es also sehr, sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Ben Ryan selbst hat hat die Erwärmung, auch die Dauer der Erwärmung vor dem ersten Spiel mit etwa 15 Minuten angesetzt, vor dem zweiten Spiel 12 und vor dem dritten Spiel an diesem Tage 10 Minuten. Was sind unsere Schlussfolgerungen? Was kann ich also fürs Athletiktraining aus diesen Werten herausziehen? Ja, wenn ich jetzt mir die Sima-Werte herausnehme, dann sollte bei einem Arbeitsverhältnis von 2,5 zu 1 im Spiel, sollte ich auch mit entsprechenden Belastungen arbeiten, also insbesondere wenn es mir um die Ausdauerbeanspruchung geht. Meine Intervalle sollten also in etwa ein Verhältnis von 3 zu 1 haben, also meinetwegen 3 Minuten sehr intensives Arbeiten, 1 Minute Pause, dann wieder 3 Minuten sehr intensiv arbeiten. Bei einer Laufdistanz von 2,1 Kilometern pro Spiel macht es also Sinn, in etwa 15 Minuten
was also die Spieldauer plus 1 Minute Pause darstellt, etwa 2000 Meter auch wirklich im Training laufen zu lassen, und zwar in unterschiedlichen Intensitäten. Mal eine ruhige Intensität, um einen Ortswechsel zum Beispiel zu simulieren, und dann aber wirklich maximale Sprints. Ja, wir sehen, dass wir etwa 8 maximale Sprints pro Spiel haben. Das sollte also im Training dann auch entsprechend wieder auftauchen. Aber auch so hohe Geschwindigkeiten, die nicht maximal sind, ja, also verschiedene Linienläufe. Da gebe ich euch gerne viele Beispiele, viele unterschiedliche Beispiele, wenn wir über Schnelligkeitsentwicklung und vor allem auch das Ausdauertraining sprechen. Also an anderer Stelle. Die durchschnittliche Sprintdistanz sind 30 Meter. Sie variieren von 20 bis 50 Meter. Das heißt, auch hier sollte das Sprinttraining das auch widerspiegeln. Ja, dass wir sowohl kurze Sprints trainieren, gerne auch vielleicht 5 und 10 Meter, aber eben auch die langen Sprints, auch die langen Distanzen von 50 Metern, gerne auch mal mehr. Die Maximalgeschwindigkeit liegt im Schnitt, ja, bei allen Spielern sozusagen im Schnitt bei 32 km/h. Das bedeutet, dass, wenn man die Möglichkeit hat, das zu messen, man natürlich versucht, auch seine Spieler auch im Spiel, also im erschöpften Zustand, ja, auf solche Geschwindigkeiten zu bekommen durch geeignetes Training. Wenn wir uns die Kollision anschauen, also 3 Kollisionen pro Spielminute oder ein Tackle alle 3 Minuten, dann liegt hier der Schluss nahe, dass man Sprints, schnelles Laufen und Kontaktsituationen oder andere rugby-spezifische Handlungen im Idealfall miteinander kombiniert, um die Spielbelastungen so gut wie möglich zu simulieren. Weitere Schlussfolgerungen sind natürlich ein Topspeed. Ja, je schneller, desto besser. Wie gesagt, there's no substitute for speed. Je schneller die Spieler sind, desto gefährlicher sind sie natürlich. Das heißt, man sollte sich natürlich an dem Topspeed im Idealfall orientieren. Die 25 km/h, unter denen die Topathleten passen und fangen, das ist natürlich eine Information, die sehr wichtig ist, wenn man also versucht, ja, die Passfähigkeiten zu verbessern, dann sollte das auf jeden Fall auch in hohen Geschwindigkeiten passieren. Sowohl das Passen als auch das Fangen. Das ist nochmal eine ganz andere Qualität, ja, und verlangt nochmal ganz andere Fähigkeiten, Fertigkeiten von den Athleten. Und sollte in jedem Falle trainiert werden. Das ist spielentscheidend, hat aber mit dem Athletiktraining nur am Rande etwas zu tun. Das ist natürlich auch vor allem Skill-Training, ja, also das Fertigkeitstraining. Trainingslaufdistanzen um die 6,5 Kilometer bedeutet, dass auch wir natürlich im Idealfall sowas messen und dann unsere Trainingsintensitäten anpassen. Im Grunde sagen alle Top-Trainer, dass das Training härter sein sollte als das Spiel. Und wenn das so ist, dann sollte man entsprechend zusehen, dass man die Spieler, die Athleten im Training entsprechend fordert und also wenigstens diese 6, 7 Kilometer auch wirklich abverlangt, läuferisch. Ja, mit den 100 Metern hin und zurück. In 26 Sekunden hat man einen Richtwert, den man natürlich auch gerne immer wieder mal vergleichen kann. Die 800 Meter Laufdistanz in der Spielerwärmung lassen natürlich die Diskussion zu, ja, wie viel Laufen ist notwendig, oder sorge ich da schon wieder für eine gewisse Ermüdung? Also sorge ich dafür, dass, wie das vielleicht bei Argentinien der Fall sein könnte, wenn die nicht nur 800, sondern 2000 Meter vor dem Spiel laufen, und das bei 3 Spielen am Tag. 2000 Meter laufen sie dann, oder sollen sie noch mal im Spiel laufen, dann laufen die also mal locker 12 Kilometer an einem Tag, und das mit sehr hohen Intensitäten. Da kann man schon davon ausgehen, dass sie vielleicht im letzten Spiel spätestens dann ihnen ganz schön die Puste ausgeht. Jetzt gibt es
Nationalmannschaften und ich glaube, aktuell macht das die deutsche Nationalmannschaft auch, dass sie ein sogenanntes Blowout macht. Das heißt also, am Spieltag morgens werden etwa 2000 Meter mit sehr hohen Intensitäten gelaufen, also 20 mal 100 Meter Sprints zum Beispiel. Und das Ziel ist, den Körper schon sozusagen an die Belastungen, an hohe Belastungen zu gewöhnen und an diese zweite Luft ranzukommen, die man vielleicht, wer von euch ambitionierter Ausdauerläufer ist, der kennt das vielleicht, dass wenn er startet, man erstmal Schwierigkeiten hat, überhaupt so auch stoffwechselmäßig in Rhythmus zu kommen. Wenn man den Rhythmus und den Lauf hat, seine Geschwindigkeit hat, dann läuft man ziemlich mühelos. Das dauert aber oftmals eine ganze Zeit, bis man überhaupt in diesen Zustand kommt. Und dieser Blowout soll eigentlich dazu führen, dass diese holperigen Anpassungsschwierigkeiten, insbesondere im Ausdauerbereich, dass die möglichst nicht im Spiel stattfinden, sondern schon vor dem Spiel in diesem Blowout stattfinden und man dann stoffwechselmäßig und energetisch sozusagen im Spiel schon auf einem, ja, auf einem sehr guten Belastungsniveau sozusagen einsteigen kann. Aber es ist umstritten. Und die Erwärmungsdauer mit 15, 12 bzw. 10 Minuten kann uns hier zeigen, dass solche Dinge offensichtlich individualisiert werden sollten. Also man sollte wirklich schauen, welches Leistungsniveau haben meine Spieler und sollte vielleicht auch verschiedene Dinge ausprobieren, um zu gucken, was funktioniert am besten. Wann sind sie vielleicht schon über den Punkt hinaus? Wann sind sie genau heiß sozusagen fürs Spiel? Und wann sind sie vielleicht noch so ein bisschen, wie man so schön sagt, undercooked, also noch nicht ausreichend vorbereitet? Ja, lieber Trainer, ich danke euch. Ich würde mich freuen, wenn ihr bitte als Aufgabe dieses Video kurz kommentiert. Und zwar mir bitte folgende Fragen beantwortet. Welche Werte erhebt ihr selbst regelmäßig mit euren Spielern? Welche Werte, ja, vergleicht ihr? In welchen Abständen? Welche Tests nutzt ihr dafür? Ja, Tests werden noch ein weiteres Thema im Verlaufe eurer Ausbildung sein. Und bitte vergleicht eure Werte, die ihr abtestet, die ihr auch sicherlich dokumentiert, denke ich mal, mit den hier vorgestellten Werten. Macht also einen Soll-Ist-Vergleich und schaut mal, wie viel Differenz, wie viel Unterschied hier noch herrscht. Oder vielleicht findet ihr auch heraus, dass einige von euren Athleten in manchen Bereichen sogar schon einen internationalen Top-Zustand haben. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und freue mich auf eure Kommentare. Bis dahin, tschüss.